Tja, meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Ich hoffe, bei euch ist alles chillig, denn bei den Usern von loot.farm war vor einiger Zeit nicht alles chillig. Um genau zu sein, vor zwei, mittlerweile drei Tagen, ich habe das Video jetzt nochmal für euch frisch aufgenommen, weil es da eine Aktualisierung gab, es lagen viele, viele Skins von Usern von dieser Seite loot.farm und wahrscheinlich auch von der Seite, Moment, TradeGG, auf Bots rum, die alle gebannt waren. Wie sich die ganze Sache weiterentwickelt hat und vor allem, wie ihr euch selbst schützen könnt vor so einem Bann, sage ich euch jetzt. Diese ganze Misere mit Lootfarm hat sich am 20. Juni abgespielt, gegenüber den 21. und 22. Und das Problem war folgendes. Am 20. Juni wurden die Bots oder Trade-Accounts von dieser Seite Lootfarm von Steam selbst blockiert. Kritisch dabei ist, dass diese Bots voll sind mit Skins. Nicht nur mit Skins von der Seite, sondern eben auch mit extrem vielen Skins von Usern, die ihre Skins gerade traden wollen, beziehungsweise auf die Seite gestellt haben, um wiederum sie zum Trade oder zum Kauf anbieten zu können. Die Seite ist zum Traden da und da ist natürlich ein reger Verkehr. Ne? Die einen laden ihre Skins hoch, um sie gegen andere zu tauschen. Die anderen erhalten Skins von der Seite, die sie gekauft haben. Und plötzlich funktionieren diese ganzen Bots nicht und sind gebannt. Das heißt, alle Skins, die auf diesen Bots lagen, sind ja dann eigentlich futsch, beziehungsweise nicht mehr zu nutzen. Die Seite selbst hat eine Nachricht rausgehauen, in der stand: Attention, our service Steam accounts was blocked by the Steam support today, also am 20. Juni, without any reason. Übrigens haben die da viele Rechtschreibfehler eingepackt. Ich weiß nicht, warum die das machen, wenn das so eine große Seite scheinbar ist. We are sure this is some kind of mistake and situation will be solved. Lootfarm worked many years and we do not scam any or our users. Bis dahin liest sich schon mal halt irgendwie eklig, ne? Weil es ist ja von, wir scammen bestimmt niemanden die Rede und dann sind da solche haarigen Rechtschreibfehler drin und man denkt sich, hä, was ist da los, naja. Und der nächste Satz ist ganz eklig: Unfortunately, we cannot write your money is safe. Denn, wie gesagt, wenn diese Accounts gebannt bleiben, ist alles weg. Und ich zeig euch mal ganz kurz, so im Hintergrund von Sanse zusammengefasst, vielen Dank Sanse, was da so alles plus minus auf diesen Accounts drauf lag, eher plus, also eher noch viel mehr. Des Weiteren hat mir Sanse noch geschrieben, dass ich 7 Talon Sapphire FN Knives nennen soll. Da ist irgendwie jedes 7500 Euro wert, also alleine diesen schon 52.500 Euro wert. Und dann sind noch Butterfly Sapphires mit 27.000, was weiß ich alles. Also diese Accounts waren gestopft mit Skins von den Leuten. Und wenn man sich das vorstellt, dass du gerade mit einer Seite am Wursteln bist und dann ist die auf einmal so am Arsch, das ist schon echt eklig. Also gerade wenn du halt jemand bist, der vielleicht mit wirklich dicken Skins rumhantiert, ne, und sagt, komm, ich leg da mal eben mein Talon ab, 7500 Euro. Pff. Des Weiteren schreiben sie noch: If our accounts are blocked, there is no way to withdraw your reserved skins or use your balance. Also es ist wirklich feste da drauf, gefreezed. Dann schreiben sie noch, dass man als Steam anschreiben soll und schreiben soll, hey, bitte mach die Bots von denen wieder richtig, das muss irgendein Fehler sein. So, wenn du in dieser Situation bist als User, denkst du dir halt direkt, holy shit, die nehmen mich gerade richtig durch. Es gibt diese Exit-Scams, beziehungsweise gibt ein anderes Wort dafür, die eben große Firmen am Ende von ihrer Karriere machen. Sie sehen, oh, es geht bergab. Jetzt ballern wir nochmal richtig rein und nehmen das ganze Geld, das wir kriegen, und verpissen uns. Keine Sorge, das wurde nicht gemacht. Aber in dem Moment, wenn du nicht weißt, was passiert und du dich mitten da drin befindest, kann ich schon sehr gut verstehen, dass wahrscheinlich einige User komplett wahnsinnig geworden sind, vor allem wenn du so viel da liegen hast. Übrigens sind die ganzen Informationen von den Accounts selbst und auch dieses schöne Bild, das Sanse da zusammengestellt hat, oder das Video, von CSGO Backtrack oder mit CSGOBackTrack.net erstellt. In diesem Moment, also als ich davon erfahren habe, das war direkt am 21., war noch nicht klar, warum diese Accounts überhaupt gebannt wurden, weil sie ja eigentlich nichts falsch gemacht haben. Es stand nur drin, dass sie gegen die Community verstoßen haben, gegen die Richtlinien, beziehungsweise dass da irgendwas schiefgelaufen sein muss. Man konnte sich aber überhaupt nicht erklären, was da schiefgelaufen sein sollte. Es gab keine Anzeigen beziehungsweise Beschwerden, dass die Seite halt irgendwie scamhaftig am Start wäre. Es gab auch keine User, die sich da irgendwie beschwert haben. Es ist einfach so passiert. Jetzt hat sich heute Abend, beziehungsweise für euch mittlerweile gestern Abend, ich nehme das hier auch wieder einen Tag vorher auf, weil ich mittwochs nicht zu Hause bin, hat sich ergeben, dass diese Bots tatsächlich entblockiert wurden oder entbannt wurden. Ich weiß nicht, ob die Skins alle noch da sind und alles wie geplant weiterläuft. Keine Ahnung. Sans hat nur nachgeschaut, die ganzen Bots haben keinen Bann mehr, sondern sind wieder da. Was ihm dabei aufgefallen ist, ist, dass vor dem Bann die ganzen Bots den Namen der Seite als Werbung im Namen hatten
und jetzt nicht mehr. Und er geht davon aus, dass Steam sich wohl so weit umformt, dass diese ganze Werbung für externe Skin-Seiten, Trade-Seiten, wie auch immer, nicht mehr erlaubt sein könnte bald. Beziehungsweise, dass das der Hauptgrund war oder der einzige Grund, warum die Accounts überhaupt gebannt wurden. Bestätigt ist es nicht, aber alle Accounts, Sansa hat sich die davor angeschaut und eben danach, wurden umbenannt. Und dieses Kürzel, diese Werbung, das haben ja ganz viele Leute und leider auch eben viele Privatleute, wurde rausgenommen. Und deswegen hier direkt der Tipp an euch. Nehmt, wenn ihr sowas im Namen stehen habt, diese Werbung lieber raus. Es könnte passieren, dass ihr da einen Community-Bann bekommt oder sonst was, weil ihr einfach Werbung für eine Seite macht. Wir wissen nicht, ob das offiziell ist. Es ist nur der einzige Anhaltspunkt, den man aktuell hat, weil halt, ne, davor stand das Teil drin, sie wurden alle gebannt. Und jetzt haben alle Bots diesen Namen nicht mehr von der Seite im Namen. Falls du solche Seiten kennst, wie halt Loot Farm, CS Money oder auch diese Trade-It-Seite, dann könnt ihr mal nachgucken, wie die Bots dort aktuell heißen, falls ihr da gerade irgendwelche Aktivitäten haben, ob die Namen noch drinstehen haben von der Seite. Nicht, dass euch sowas auch passiert, weil eine Trade-Seite, die so groß ist, die hat natürlich auch einen Impact, wenn sie entbannt werden möchte. Wenn der Jürgen von gegenüber einen Steam-Bann bekommt, dann gibt es da nicht so einen riesen Backlash und ganz viele User, die sich beschweren, dass der Jürgen gebannt wurde. Also geht da lieber auf Nummer sicher und macht die Namen zumindest fürs Erste raus, bis man mehr weiß. Ich gebe euch natürlich auch noch Bescheid, falls sich herausstellt, dass die ganzen Skins weg sein sollten. Wenn ich dazu nichts mehr bringe, dann weiß ich entweder nicht mehr oder die Skins sind alle da. Aber falls sich herausstellt, dass ihre Leute richtig genudelt haben, was ich mir nicht vorstellen kann, dann würde ich es euch natürlich nochmal sagen. Die 450.000 Euro sind natürlich schon echt ein Riesenklopper. Also wenn das weg wäre, fast 500.000, das würde man auf jeden Fall mitbekommen, würde ich sagen. Also ja, die könnten sich auch direkt abschreiben dann alles. Die Seite wäre weg, die Verantwortlichen wären wahrscheinlich im Arsch. Ja, soweit so gut. Ich weiß, das ist eher unüblich, dass ich Mittwoch so ein Video hochlade, so ein Update-Info-Video, die kommen eigentlich immer montags bei mir. Aber das war jetzt so zeitnah oder wichtig, dass ich es zeitnah mache, aber trotzdem bin ich froh, dass ich es erst jetzt heute mache, weil hätte ich es gestern schon gemacht, das Video, würde das anders aussehen. So von wegen, die ganzen Sachen sind halt noch gebannt, da wäre dann diese Auflösung noch nicht da gewesen. Jetzt bin ich dann doch froh, dass ich einen Tag länger gewartet habe und erfahren habe, dass die tatsächlich wieder entbannt wurden. Normalerweise kommt Mittwochs halt irgendwas Spielerisches, irgendein Matchmaking oder sonst was, keine Ahnung. Ich mache demnächst mal wieder ein paar schöne Wingman. Wird geil. Gut, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann im nächsten Video, das wahrscheinlich nächste Woche Montag wieder hochgeladen wird. Außer ich habe jetzt am Freitag irgendwas am Start für euch. Freitags kommt ganz, ganz selten im Moment was, ich weiß. Da mache ich dann wirklich nur was Besonderes, wenn ich ultra Bock auf irgendwas habe und euch das einfach zeigen will oder wie auch immer. Das nächste Macht Spaß Video wird auch an einem Freitag kommen. Vielen, vielen Dank. Haut rein. Aber Moment, meine Damen und Herren, es gibt ja noch die ganzen Kanalmitglieder und Patreons, die am Stiesel sind. Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß und Kuss.